So Leute, heute soll es mal um das hier gehen. Und zwar erstens um Lane Time sein Casino Bot. Lane Time müsstet ihr eigentlich alle kennen. Wer nicht kennt, sollte mal bei Fallout Varus vorbeischauen. So Leute, und dann soll es heute mal um das da gehen, was da drin ist. Wir reden heute darüber, ob das ein echter Comment Block ist, was ich darüber erfahren habe, warum der hier steht und was Lane Time damit zu tun hat. So Leute, erstmal fangen wir an mit dem Comment Block. Als April-Scherz wurde gesagt, das Lane Time, warte, was steht hier? Lane Time. Scherz. Das hat Lord Varus hinschrieben. Und zwar, wo war zuerst die Story, dass Lane Time erpresst wird von Admin Evil? Wenn er jetzt nicht diesen Comment-Block hier hat, mit diesem, der platziert wurde, auf diesen Schalter, auf diesem Spawnplatz bei CityBit 1, löscht er den seinen Account. So, das war so als April-Scherz, oder ich denke mal, das wurde mir erzählt von einem der Boosted-Mitglieder. Ich sag jetzt einfach nicht mehr von wem, Patrick. Gut, ich denke mal, der hat das nur als Scherz gemeint und ja. Ich wollte aber euch nur mal die Story dahinter so erzählen. So Leute, denn dieser Block, Lord Varus hat ja dann dieses Plot hier dann komplett mit Lava gemacht, weil er angeblich Edmund Evil sein Dings weg haben wollte, was sich denn später allerdings als April-Scherz herausgestellt hat. Was mir meine Frage jetzt ist, warum steht das Teil immer noch hier? Ich denke mal, es ist, um diesen Casino-Bot hier zu betreiben. Mit, also dieser Comment-Block, also ich denke mal, das ist auch ein echter, ich weiß jetzt nicht, ob das ein echter ist. Ich schätze aber mal schon, ist ein echter Comment-Block, Leute. Und der ist da, um diesen Casino-Bot, sag ich mal, damit er nicht vom Server gekickt wird, damit er nicht gebannt wird, sonstige Scheiße. Mit der Zeit, alle schreiben jetzt abgekommen. Abgewertet, keine Sorge, ich kriege nur alte Grundstücke. Okay, da ist auch nochmal online. Also, Digga, abgehört, muss los, Bruder. Aber auf jeden Fall, Leute, ich denke mal, dieser Comment-Block ist jetzt wieder da, damit man diesen Casino-Bot betreiben kann. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem eigentlichen Casino-Bot. Ich habe ja an diesem Casino-Bot, habe ich 100.000 verzockt, Leute. Und der war auf CityBuild 12. Und da hat er auch schon funktioniert. Ich verstehe jetzt nicht, warum Lane Time einen Comment-Block braucht, um diesen Dings zu betreiben. Kann auch sein, dass es kein echter ist. Ich weiß es jetzt nicht wirklich, Leute. Es sieht halt in meinen Augen nicht so aus, als wäre der wirklich echt. Und es ist einfach nur so hingestellt. So, Leute. Und zwar, ich sag mal, wenn ihr jetzt schnell euer Geld verdoppeln wollt, so 1.000 Dollar, kann man das hier gut und gerne machen. Die Chance ist ungefähr bei 33%, dass ihr euer Geld verdoppelt. Bis zu 10.000 Dollar hoch. Ab 10.000 Dollar ist die Chance so gering, dass ihr da euer Geld wieder reinholt. Das glaubt ihr gar nicht, Leute. Deswegen habe ich da auch 100k verzockt. Ich finde das ein bisschen Abzocke, aber Lane Time, ja, mach ruhig, ist es ja für viele Spieler auch gut. Ich denke mal, du hast damit auch schon ein bisschen Minus gemacht. Aber ich sag's mal so, wenn man da mehr als 20k hinmacht, dann war's das, Leute. Dann sollte man vielleicht ja nicht mehr zocken. Ich bin natürlich so ein kleiner Suchti, Suchtpotenzial, Leute, der hier ein bisschen viel verzockt hat. Auf jeden Fall, wenn euch dieses Video dazu gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen und gerne mal die Glocke aktivieren, wäre auf jeden Fall nett, Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.